Hallo mein lieben Singles, herzlich willkommen bei Freyas Orakel und Wegweiser. Schön, dass ihr da seid. Und ja, wir schauen jetzt mal in die Energie rein, was euch denn als Single belastet, was vielleicht auf euch zukommt in der nächsten Zeit, ne? Und ob vielleicht auch euer Herzensmensch hier dabei ist. Und ja, ich bin ganz gespannt, was ich jetzt hier gleich zeigen wird. Bedenkt bitte daran, das ist eine Kollektivlegung, ne? Also trifft nicht auf jeden Single zu. Aber es können natürlich kleine Impulse mit für dich dabei sein, kleine Stücken, die vielleicht auch hier zu dir passen, ne? Die du vielleicht gerade auch so als Single erlebt hast oder ja, was vielleicht noch gerade aktuell ist oder noch kommt. Oh, ich bin ein bisschen außer Puste, sorry. Ich habe gerade ein 20-Kilo-Paket vom 1. bis zum 5. Stock geschleppt. Okay, beginnen wir erstmal. Also, ich habe die Lektion in deiner Seele heute dabei. Ich habe die Akasha-Chronik von Gabriele Ohr mit dabei. Das Engel-Orakel habe ich dabei. Dann das Runen-Orakel. Dann das Licht- und Schatten-Tarot von Chris Anne und das Gilde Trevery Lenemore von Ciro Marchetti. Genau, ihr findet natürlich auch meine verwendeten Kartendecks unten in der Infobox. So, was ist denn hier so im Weltlichen jetzt? Ja, im Weltlichen geht es um den Erzengel Gabriel. Lass dunkle Gedanken und Gefühle los, bitte um Reinigung und lass sie geschehen. Ja, Erzengel Gabriel fordert dich jetzt auf. Du befindest dich wahrscheinlich in sehr dunklen Gedanken gerade, ne? Die vielleicht nicht so schön sind, die vielleicht sich für dich anfühlen wie so eine dunkle Wolke auch. Und du sollst den Erzengel bitten um Reinigung, ne? dass er dir hilft, diese dunklen Gedanken einfach mal wegzubekommen. Ne? Da kannst du den Erzengel Gabriel hier um Rat bitten. Und der ist natürlich auch gerade hier mit an deiner Seite. Ne? Dann geht es noch hier im Seelischen, da ist irgendwie so ein kleiner Tod. Also ne, das kommt mir hier so vor, irgendwas fühlt sich bei dir gerade so im Leben an, wie wenn... ja, wie wenn irgendwas gestorben ist, also vielleicht nicht ein Mensch, wir hoffen es mal nicht, ne, dass da jemand gestorben ist, sondern das fühlt sich an wie, ja, wie wenn so ein kleines Ende ist, ne, vielleicht war auch irgendwas beendet, wo du vielleicht gedacht hast, ne, da kommt was dabei raus oder irgend sowas, ne, und jetzt musst du feststellen, nee, im Endeffekt wird das halt doch nicht, aber ich sollte jetzt sagen, lerne, dass jedes Ende auch ein Anfang ist. Ein Anfang von etwas Neuem, ne? Und meistens auch etwas Schöneren. Dann möchten dir die Erzengel sagen noch, die Schutzengel, die möchten dir noch sagen, bitte und empfange. Also du kannst jederzeit bitten, dass dir hier geholfen wird, dass man dich hier unterstützt, weil die Engel, die Schutzengel oder generell die Engel, die kommen erst hier in dein Feld, wenn du darum bittest. Na, die kommen nicht, die beschützen dich zwar, aber die kommen nicht einfach so und machen und handeln aus ihrer eigenen Perspektive raus. Also du musst die Schutzengel hier schon darum bitten, ne, dass sie dir ja bei irgendwas helfen oder dich unterstützen. Und dann haben wir hier mit den Runenkarten, da haben wir die Daggers dabei. Und die Daggers sagt, nimm von deiner jetzigen Situation, in der du dich als Single gerade befindest, eine höhere Wahrnehmung ein. Ne? Es ist wichtig, dass du wieder mehr in das Gleichgewicht reinkommst, in die Leichtigkeit, dass du dich so leicht machst wie ein Schmetterling. Und dass du dich auch an dein Inneres wieder bindest, ne? Also, dass du dich an deine Ohrquelle wieder bindest. Und die drei Nornen könnt ihr natürlich da behilflich sein. Die drei Nornen, das sind die Schicksalsnornen, aber da kommt mir jetzt nichts Negatives direkt rein. Mir kommt eher rein, bitte hier auch die Nornen darum, dir auch zu helfen, ne? Dass sie das Schwere aus deinem Leben rausspinnen, rausnehmen, dass sie das entfernen und dass sie natürlich auch hier, ja, dass du ganz einfach hier mehr Leichtigkeit bekommst, dass du wieder in die Freude kommst, in dein Feuer, in deine Erdung, ne? Dass sich was hier bewegt, dein inneres Feuer auch und dass hier was auch fruchtbar wird, ne? In deinem Leben. Genau, da kannst du darum bitten. Dann haben wir hier auf den unteren Kartendeck den Page der Münzen und der Page der Münze, also es wird mir jetzt gesagt, Gleichgewicht ist hier wichtig, finde dein Gleichgewicht wieder, ja, also, ne, dass du so stehen kannst wie der Page der Münzen, das ist auch eine Aktion, die du machen sollst, ne, schau hier, dass du wieder mehr sicher bist, dass du dich in mehr Sicherheit wiegen kannst und plane natürlich auch hier deine Zukunft mit den drei der Stäbe, es geht um Planen, ne, du stehst da an diesem Ufer
und du schaust auf die Wellen und dann träumst du dabei, ne, vielleicht auch von etwas Besserem, von einem schöneren Leben, ne, von den Menschen. Und mit dem König der Stäbe sollst du hier auch so eine Aktion machen. Du sollst in deine Leidenschaft, in deine Stärke, in dein Feuer kommen. Könnte aber auch sein, dass hier etwas mit einem König der Stäbe zu planen gibt. Ne? Vielleicht ist es so eine Person in deinem Leben, die sehr feurig und leidenschaftlich ist, ne? Der König der Stäbe, und das sollst du hier gut planen, wieder ins Gleichgewicht kommen und ja, deine Ziele fokussieren. Ne? Hier, Neun der Stäbe, setze deine Ziele mit einer Leidenschaft, mit deinem Feuer. Wo willst du hin? Wo willst du vielleicht hin mit dieser leidenschaftlichen Energie? Oder wo willst du hin mit diesen Menschen? Ne, wenn hier schon dieser Mensch in dein Leben ist, vielleicht kommt dieser Mensch aber auch noch in dein Leben. Ne? Ein ganz leidenschaftlicher, feuriger König. Und das sollst du planen, das sollst du deine Ziele anfokussieren, das sollst du dir wirklich dann im Klaren drüber werden, wenn das soweit ist, wo du mit diesen Menschen hin willst. Und die 10 der Stäbe, ne? Du sollst dir aber nicht zu viel aufhalten, nicht zu viel Lasten tragen. Ne? Deine Lasten, die du hier hast, nicht zu hart arbeiten an der Sache. Es geht aber auch nur hier darum, schau nochmal auf deine inneren Ängste und Emotionen. Die sind wichtig, die wollen gesehen werden. Ne? Weil darüber hast du nämlich gar keine Klarheit so richtig, ne? Was dich im Inneren so ein bisschen belastet. Und da sollst du mal ein bisschen abtauchen hier. Ne? Und ja, und es geht um die Liebe. Ne? Es geht hier um die Liebe. Hier sind die Liebenden. Es soll etwas erfolgreich werden. Ne? Und das wünschst du dir wahrscheinlich hier als Single. Wenn das noch nicht in deinem Leben ist, dann wird das natürlich noch kommen. Ne? Für euch Singles. Hui, vor lauter Leidenschaft brauche ich erstmal noch einen Schluck Karamell-Cappuccino. Oh, ich mag den so sehr, ey, Karamell-Cappuccino. So. Die 3 der Kelche haben wir hier als nächstes. Ja, die 3 der Kelche, das sagt immer so eine gewisse Zusammenkunft. Ne? Vielleicht ist hier irgendwie aber auch noch eine andere Frau, ein anderer Mann mit im Spiel bei diesen Menschen. Ne? Aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Es geht auch darum, hier zusammen zu sein. Vielleicht auch mit Freunden. Ne? Und vielleicht auch mit mehreren Personen. Und du bist der Magier mit hier drinnen. Ne? Du bist hier mit der Magier. Also das ist hier ganz egal. Ne? Du hast wirklich die Fähigkeiten, die Magie in dir, ja, dir das ins Leben auch zu manifestieren. Ne? Vielleicht diesen König der Stäbe, der hier ist. Ne? Oder dir wirklich das ins Leben zu holen und zu manifestieren, was du dir wirklich wünschst. Du hast die Gabe, das sehe ich mit dem Magier, weil du hier die ganzen Elemente in dir vereinst. Das heißt Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und Äther natürlich, denn den darf man auch nicht vergessen, den Raum, ne? Der diese ganzen Elemente im Einklang hält. Ne? Und du kannst das, ne? Das sehe ich hier. Und du hast hier auf jeden Fall das Ass der Münzen. Das ist wirklich die volle Chance auf Sicherheit, Stabilität in deinem Leben. Ne? Vielleicht mit einer Person. Also du könntest das hier hinkriegen. Und es kann hier aber auch eine Verletzung noch kommen oder gewesen sein hier, wo du sagst, nee, absolut, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ne? Das kann natürlich für euch Ding jetzt möglich sein, ne? Dass da noch sowas kommt oder war. Aber da der König der Münzen daneben liegt, ne? Wird mir jetzt mitgeteilt, man erlangt hier wieder Sicherheit, vor allem auch über sich selbst. Man wird sich hier bewusst, vielleicht auch über seine Ängste, wo man hin will, was man überhaupt im Leben plant. Und darum geht's. Wenn du als, egal ob du jetzt Single bist oder vergeben bist, ne, oder vielleicht gerade einen Menschen kennengelernt hast, wenn du in einer Energie bist, ne, wo du absolut nicht weißt, wo du hin möchtest im Leben, dann wird alles durcheinander sein, dann wirst du Verletzungen erleben, ne, dann kann es vorkommen, ne, dass vielleicht dir ein Mensch vor der Nase weggeschnappt wird, oder, ne, könnte ich jetzt so viel aufzählen, aber du musst hier dein eigener Anführer sein mit dem Wolf, ne? Hör auf deine Instinkte, hör auf dein Inneres, auf deine Instinkte, du hast das Wissen, weil hier hinten sehe ich die ganzen Bücher, du hast dieses Wissen, ne, wie du dazu kommst. Du bist auch eine weiße Person, wird mir hier gesagt. Das kommt mir hier nicht als eine andere Person rein, sondern als eine Energie von dir, der König der Münzen. Du hast eigentlich diese
Anführerenergie in dir und du hast die Energie in dir, was ich ja auch mit dem Magier sehe, dass du hier deine eigene Sicherheit wiedererlangen kannst. Ne? Und es ist wichtig, dass du jetzt planst, wo du hin möchtest, was du vielleicht mit diesen Menschen, wenn der schon in deinem Leben ist, erreichen möchtest, was du mit deiner Leidenschaft, mit deinem Feuer erreichen möchtest. Ne, weil ich denke nicht, dass du so eine Person bist, die eher nur mal eine Bettgeschichte will und dann ist sie weg. Ne, du möchtest dir Sicherheit aufbauen, das sehe ich hier mit den ganzen Münzen. Es geht um Sicherheit, Manifestation, ne, dass du diese Sicherheit auch in dein Leben reinbringst. Und da musst du wirklich dir im Klaren werden als Single, wo du hin möchtest, was du erreichen möchtest, welcher Mensch das sein soll, wie der Mensch sein soll, ne? Und wie du vielleicht auch dein Leben verbringen möchtest. Ne? Aber es geht natürlich auch darum, dir vielleicht kleine Schritte zu planen, nicht gleich vorausplanen, zu sehr vorausplanen, weil Pläne werden dann meistens auch über Bord geschmissen. Ne? Meistens ist das so, weil da kann immer mal das Schicksal eingreifen und irgendwas verändern in dein Leben. Meine Lieben, dann geht es hier in der Tiefe noch für die Singles. Hier sind einige Blockaden bezüglich der Gesundheit oder das, was ins Wachsen kommt. Ne? Also entweder sind bei dir gesundheitliche Blockaden hier noch oder es ist ganz einfach in dir drin noch etwas, vielleicht im Herzen, vielleicht in deiner Krone, vielleicht in deinem Stamm, ne, was mir jetzt hier noch gezeigt wird, in deinem Stamm, in deinem Körper, was hier auf jeden Fall noch blockiert ist. Und da geht es, eine Vorwärtsbewegung reinzumachen. Geh deine Blockaden an, wird mir hier mitgeteilt. Ne? Geh diese Blockaden an, bring die in eine Heilung. Das, was bei dir noch blockiert ist, bring das in Heilung. Dann haben wir hier die Mäuse. Ne? Das nagt, das belastet und das verletzt natürlich alles. Ne? Also alles auf einmal. Aber die Mäuse sagen mir auch, dass hier was rausgefressen wird. Ne? Also Belastungen werden hier und Verletzungen auch so ein bisschen rausgefressen, dass ja, dein Inneres auch hier ein bisschen geklärt werden kann. Ne? Und du halt auch wieder mehr Klarheit bekommst. Und hier haben wir die positiven Veränderungen und einen Neuanfang ist hier zu sehen. Ne? Man entscheidet sich dafür. Also ja, an für sich eine gute Energie, muss ich sagen. Ne? Aber mir kommt wirklich die Energie mit einem König der Stäbe durch. Also hier, entweder ist das ein Mensch, der in deinem Leben ist, der sehr feurig ist, der ein Löwe ist, vielleicht auch vom Sternzeichen, Feuersternzeichen, Widder, Löwe, Schütze. Ne? Aber wir haben auch hier ganz, ganz viel Erdenergie, wo man sagen können, was hat denn Erde überhaupt? Erde ist Steinbock, ne? Steinbock, dann Stier und natürlich Jungfrau. Ne? Das sind auch so Erdzeichen. Also für die kann dieses Orakel, dieses Single-Orakel ganz besonders gelten. Ne? Feuerzeichen, Erdzeichen. Wir haben ja auch ein bisschen Wasserzeichen. Ne? Krebs, Skorpion, Fische. Also da aber nur ganz wenige. Ne? Muss aber jetzt nicht vom Sternzeichen abhängig sein. Ne? Ich sehe hier, es geht ganz, ganz viel um die Sicherheit, dass hier was sicher wird. Ja, vielleicht auch mit diesem König der Stäbe. Na? Dann sehe ich hier, das bist du, weil ich erzähle immer aus der Sicht einer Frau, ne? Auch wenn du als Mann zuschaust, bist du jetzt die Frau. Ich sehe, du bist, guckst ja auf die Begegnung mit einer männlichen Person, ne? Mit der du oder mit dem du eine Verbindung hast. Ne? Und, oh, da kommt gerade die Sonne rein, gut, richtig schön, hier lichtet sich was. Und ja, und da guckst du auch, im Rücken hast du die Kommunikation mit dieser Person. Ne? Und das Ganze ist aber irgendwie blockiert im Wachstum. Ne? Ich sehe, dass hier die Kommunikation mit diesem Menschen ist. Und dann sehe ich natürlich auch, dass du ihm auch begegnet bist. Ne? Vielleicht habt ihr euch ja getroffen. Und wir gucken jetzt nochmal als Singles, bei euch Singles nochmal rein. Also da war auf jeden Fall eine Begegnung und das ist wahrscheinlich mit dem König der Stäbe gewesen, ne? Weil er hat es auch im Rücken, das war schon gewesen. Und da möchte ich jetzt gerne mal wissen für die Singles, wo geht's denn mit diesen Menschen hin? Wo geht's denn mit diesem König der Stäbe hin? Einladung, Überraschung, ne?
Hier wird die nächste Zeit vielleicht auch eine Einladung, eine Überraschung auf dich zukommen, wo du noch nicht so richtig weißt, wo es hingeht. Na toll, das sind wir jetzt auch nicht weiter, ne? Also du blickst da noch gar nicht so richtig durch. Vielleicht hat dieser Mensch sich zurückgezogen, kommt mir auch noch mit rein. Und dann kommt auf einmal wieder was von diesen Menschen. Das wird dich überraschen, aber auch gleich wieder überfordern. Und du, ne, weißt hier gerade gar nicht dann wohin, ne? Und jetzt schauen wir mal noch, wo wird denn das hinführen dann? Nee, du bleibst jetzt weg. Ich war noch nicht fertig. So, wo wird denn das dann hinführen? Ja, dass man sich das Ganze nochmal anguckt, ne? Und dann, oh, die Karten lassen sich halt wieder alles aus der Nase ziehen. Ja, es wird wahrscheinlich dann wieder hier in eine Enttäuschung reinführen oder so, ne? Kann wieder enttäuschend sein, muss aber nicht, aber der Fuchs guckt rein. Aber mit der Fuchs sagt auch, du stellst das Ganze dann auch ein bisschen schlauer an, ne? Du guckst dir diese ganze Sache an mit dieser Einladung nochmal, mit ihm oder ihr. Du weißt dann noch nicht so richtig, lasse ich mich drauf ein oder nicht, ne? Überlegst dir nochmal, guckst dir das an und dann denkst du, ja, diesmal stelle ich das Ganze mal ein bisschen schlauer an. Ne? So eine Energie kommt mir jetzt hier rein. Ja, und dann wird hier eine Neuausrichtung stattfinden. Ne? Man bewegt sich mit dem Schiff, mit dem Kompass. Man hat seinen Kompass vor sich, weil man dann vielleicht auch weiß, wo man hin möchte. Man wird das natürlich vielleicht auch sagen, ne? Weil hier sind noch verborgene Sachen. Und dieser Kummer, diese Unruhe, diese Nervosität, die hier war, ne, die an der hält man zwar noch ein bisschen fest, auch an dieser Verstrickung, aber im Endeffekt wird hier mit der Sense das Glück geerntet, ne? Hier wird das Glück geerntet. So, genau. So, das ist für euch Singles, meine Lieben, ne? Also, wenn es hier wirklich um diesen Menschen geht, ne, dann stellt das Ganze ein bisschen schlauer an, ne? Lasst euch vielleicht nicht gleich ganz drauf ein, sondern guckt erstmal, will ich das überhaupt? Wo will ich mit diesen Menschen hin? Was habe ich überhaupt für Ziele und Wünsche? Ne, dass ihr euch nicht nur nach diesen Menschen richtet, sondern nach euch auch selbst. Und in dem Moment strahlt die Sonne hier wieder richtig extrem rein. Okay. Eine Botschaft für euch. Menschen, die dich verurteilen, wenn du Grenzen setzt, sind jene, die es sich zum Vorteil gemacht haben, als du keine hattest. Ja. Und du wirst anfangen, dir deine eigenen Grenzen zu setzen, ne? Und dann wird das Gegenüber natürlich gucken. Jetzt steht sie zu sich. Jetzt kann ich nicht mehr machen, was ich will, ne? Mit dieser Person, ne? Jetzt geht's nicht mehr nach meinem Kopf, ne? Sondern du sagst, jetzt geht's auch mal mit nach meinem Kopf, ne? Meine Lieben. Ja, sehr schöne Energie. Komm, da lassen wir jetzt noch eine Engel und Ahnen darauf springen. Die Engel und Ahnen, die haben auch immer eine ganz tolle Botschaft für die Singles hier dabei. Na, was sagen die denn? Ja, du bist natürlich in deiner Kraft. Mach Pläne und fokussiere dich. Guck, du hast dein Schwert, du hast dein Schild. Wenn jemand irgendwie deine Grenzen überschreitet, dann stehst du da mit deinem Schwert und deinem Schild und sagst, so, bis hierher und nicht weiter, Freundchen. So ungefähr, ne? Ja, so ist es aber dann, ne? Du sagst, bis hierher und nicht weiter, ne? Jetzt wird mal nach meinen Regeln gespielt. So ungefähr, ne? Das ist natürlich nur sprichwörtlich, ne? Das heißt jetzt nicht, dass du nach deinen Regeln spielen sollst und bestimmen sollst, sondern man soll sich hier schon in der Mitte irgendwo einigen, aber du sollst halt nicht mehr mit dir machen lassen, was du willst, oder was andere mit dir wollen, ne? Sondern du sollst dein Schild ziehen, du kannst dich verteidigen und dein Schwert, du kannst dich natürlich auch wehren, ne? Du kannst dich davon abschneiden von der Situation oder du kannst das Ganze einfach klären, ne? Mit diesem Schwert. Also eine richtig tolle Energie für euch Singles. Super, ne? Gut, dann wünsche ich euch alles, alles Liebe, alles Gute, meine lieben Singles, und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.